Heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Wenn ich das jetzt weiterhin so durchziehen würde, komme ich ganz easy auf 10 Minuten. Das tun wir aber jetzt nicht, denn ich habe heute für euch etwas ganz Bestimmtes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mich gestern mit Thomas nochmal gemeinsam hingesetzt und habe gesagt, Thomas, wie geil ist eigentlich, dass es so unglaublich viele coole Skins in diesem Battle Royale Fortnite Subreddit gibt. Und Thomas ist dann hingegangen und hat sich mal die schönsten Skins seiner Meinung nach rausgesucht, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was die Community quasi für Ideen für neue Skins hat. Gehen da mal ein bisschen drüber. Ich habe zwar selber schon viele beim Durchscrollen gesehen, hoffe aber jetzt einfach mal, dass sie nicht dabei sind und bin auf jeden Fall mal auf eure Reaktion gespannt und bin jetzt einfach mal selber ein bisschen gehypt. Denn die letzte Episode von Fanskin-Konzepten kam ultra gut bei euch an und ich finde es so geisteskrank geil, dass Epic Games tatsächlich schon vereinzelt Skins und eventuelle Ideen mit ins Spiel aufgenommen hatten. Das finde ich extrem nice, dass die tatsächlich so eine geile Community-Arbeit betreiben und das einfach so cool abwickeln. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den ersten Skin an, beziehungsweise das erste Skin-Konzept, meine Freunde. Der Link zu dem ganzen Subreddit ist natürlich in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch gerne mal anschauen und ich bin auf jeden Fall echt mad gespannt, was da so hintersteckt. Hier haben wir einmal einen Neon Knight Skin, meine Freunde, einen offensichtlich... Ja, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich an einer Rennstrecke wohne, meine Freunde. Da kann es natürlich manchmal laut werden. Hier haben wir auf jeden Fall einmal den Neonite-Skin, meine Freunde, für 1500 V-Bucks. Ein weiblicher Skin, der ultra, ultra schön aussieht, meine Freunde. Wir haben hier erstmal sehr, sehr, sehr maskuline Oberarme für eine Frau, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Der Skin ist tatsächlich ziemlich, ziemlich nice gemacht. Ich würde jetzt gerne mal von hinten sehen, wie er aussieht. Da kommen wir gleich mal zu, denn wir haben hier auch schon mal den Backbling, also quasi den Rucksack, als Mantel, was ich eine ganz, ganz geile Idee finde. Denn bis jetzt gibt es ja immer nur so Rucksäcke oder so einen Gastank am Rücken von diesen ganzen Skins und sowas. Aber ein Mantel oder sowas haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Was ich persönlich ganz cool fände, was auch damals tatsächlich in Minecraft schon eine ziemlich, ziemlich geile Edition gewesen wäre, wären halt einfach Capes. Wie gesagt, die Rennstrecke vor der Tür. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich muss das Fenster leider aufmachen, weil ich sonst wirklich an meiner eigenen Kotze ersticke. Es ist so warm und wenn es warm ist, muss ich kotzen. Ihr versteht das. Nö. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Backbling, einen ganz einfachen weißen Mantel mit diesem coolen Symbol drauf. Ob das irgendeine Bedeutung hat, weiß ich gar nicht genau. Dann haben wir hier einmal den Gleiter, einen Dive-Gleiter. Ich finde diese alten Hängegleiter tatsächlich gar nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es immer viel schöner, wenn die Hängegleiter komplett neu gemacht werden, denn diese Konzeptgleiter hier finde ich einfach nicht so nice. Dafür, meine Freunde, finde ich aber die Pickaxe extrem nice, den Phantom Cleaver, ja. So eine Art Tomahawk. Kannst du vielleicht aufhören, mit deiner Luxuskarre hier hoch und runter zu fahren? Das wäre super. Den Phantom Cleaver finde ich auf jeden Fall ganz nice. Und an sich ist es echt ziemlich cooler Skin hier mit dem doppelten Straps auf diesen... Junge, wie klein ist dein Pimmel, dass du mit diesem Auto so rumfahren musst? Was stimmt nicht mit dir, Alter? Hier haben wir auf jeden Fall diese doppelten Gürtel und nochmal hier finde ich gar nicht so verkehrt. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich würde sagen, der kriegt 7 von 10 Punkten. Hier haben wir einmal einen Piratenskin, meine Freunde. Das hier ist quasi einmal der Landlubber Launcher. Das wird wahrscheinlich dann der Gleiter sein, den ich ganz cool finde. Dieses Wheel of Fortune fände ich ultra geil. Stell dir mal vor, man hat so eine Art Steuerrad am Rücken. Dann haben wir hier einmal den ersten Offizier des Piratenschiffs. Finde ich auf jeden Fall echt nice, halt so mit so einem Holzbein und sowas. Sieht wirklich, wirklich cool aus. Da fehlt natürlich noch das Gesicht. Das muss man natürlich dann noch irgendwie einzeichnen. Und dann haben wir hier einmal noch einen weiblichen Kapitän, was ich extrem geil finde, meine Freunde. Sieht richtig, richtig gut aus. Hier die Loose Cannon Pickaxe finde ich extrem geil, meine Freunde. Stellt euch mal bitte vor, wie cool wäre es, wenn man dann draufhaut und dann noch dazu eine kleine Explosion oder sowas kommt. Finde ich ein echt nice Skin-Konzept, auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Sneaky Broart, das hast du extrem gut gemacht. Gefällt mir, gefällt mir. Ich gebe 8 von 10. Das Lamen Vader Pack Digital Lama Icon fände ich extrem nice, meine Freunde. Dann haben wir hier eine Minecraft-Spitzhacke. Wie geil wäre das denn, wenn es so eine Art Minecraft-Spitzhacke gibt, mit diesem Lama gepaart. Ich meine, wir warten sowieso alle schon ewig auf einen Lama-Skin, meine Freunde. Die Community, die meldet es schon die ganze Zeit. Das Subreddit ist quasi komplett gefüllt von solchen Vorschlägen. Das hier ist echt der beste, den ich jetzt gesehen habe. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus, auch hier, wie gesagt, von dem eigentlichen Lama. Dieses Lama ist ja eigentlich eine Art Pinata und da sind ja dann immer diese komischen Bändels dran, die man so beim Basteln benutzt, die auch so am Maibaum hängen. Das sieht echt ziemlich, ziemlich cool aus. Ist halt ein sehr auffälliger Skin. Also ich weiß nicht, ob ich den unbedingt spielen würde, aber an sich gefällt mir der extrem nice. Oh mein Gott, Leute, ein Dr. Disrespect-Skin, ja moin, Alter. Viele von euch kennen Dr. Disrespect vielleicht gar nicht. Ich blende ihn hier mal ganz kurz ein, ihr seht ihn hier gerade. Das kommt der Sache schon echt ziemlich nah. Wir haben hier quasi diesen Up-Red-Skin, so wie ich ihn immer gerne nenne, mit diesen zurückgekämmten Haaren. Dann natürlich diese gelbe Brille, die Dr. Disrespect hat und natürlich die Mustache, meine Freunde. Das wäre wirklich crazy. Stell dich mal bitte vor, irgendwann bekommen YouTuber eigene Skins oder so ein Drake-Skin oder sowas. Wie geil wäre das bitte, wenn sowas ins Game reinkäme? Alles in allem sieht er jetzt gar nicht so krass aus, gefällt mir aber trotzdem ganz gut und macht es auf jeden Fall echt extrem
nah an Dr. Disrespect ran. Gerade hier die Beinstulzen und sowas gefällt mir echt gut. Hier hat wieder ein doppelter Gürtel. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber an sich eine ganz nice Idee. Oh, von Rex Zadia kommt hier so ein Kittenskin daher. Das gefällt mir richtig gut, weil sowas haben wir noch gar nicht drin. Irgendwelche Tiere oder sowas. Wir haben halt diesen komischen Fisch und sowas. Und sonst haben wir eher so Fantasy- und Mystikwesen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Gerade weil es halt hier so mit so einem elektronischen LED-Gesicht, irgendwie mit so einem LED-Display als Gesicht ist, finde ich das auf jeden Fall echt eine nice Idee. Wir haben hier so einen kleinen Schwanz. Das wäre dann wahrscheinlich der Backbling, den man abnehmen kann und dann auch auf andere Skins draufpacken könnte. Allein deshalb würde ich ihn mir einfach kaufen. Wie geil sähe bitte John Wick mit einem Schwanz aus? Also halt hinten so einem... Nicht das, was ihr jetzt wieder denkt. Klar, wäre es witzig, wenn man den Schwanz auch nach vorne packen könnte. Aber ich glaube, so macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Und dieses LED-Display gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier so das ganze Outfit des Ganzen. Das sieht halt aus wie eine Verkleidung. Finde ich extrem geil. Den hatten wir schon mal drin, glaube ich, meine Freunde. Nee. Oh, das ist natürlich geil. Von Aeki so ein Zombie-Skin, so ein Nachtwächterin-Skin. Ganz cool mit dem Halstuch auf jeden Fall. Finde ich gar kein schlechtes Accessoire, wenn das halt als Backbling oder sowas verfügbar wäre. Als zusätzliche Accessoire-Ebene wäre natürlich cool, wenn man noch irgendwas hätte, was man ins Gesicht packen kann. Sprich, ein Halstuch, eine Augenklappe, eine Brille oder, wenn es quasi noch eine weitere Ebene auf dem Skin gäbe, die man halt verzieren könnte, um die Skins immer weiter zu individualisieren. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Die Augen hier gefallen mir richtig, richtig gut. An sich ein relativ schlichter Skin, einfach mit einer sehr, sehr weißen Hautfarbe, aber die ziemlich, ziemlich coolen Augen dazu. Macht auf jeden Fall einiges her. Kein doppelter Gürtel. Is approved. Den nehmen wir mit. Oh mein Gott, Alter. Wie krank ist denn dieser Skin, bitte, meine Freunde? Okay, alle kennen diesen Rustlord-Skin, den Skin, den ich ja eigentlich über alles hasse, weil er immer nur von irgendwelchen Tryhard-Kiddies gespielt wird. Aber der Wasteland Wrecker setzt dem Ganzen nochmal einen drauf, meine Freunde. Es erinnert mich einfach 1:1 an Borderlands, so wie der Rustlord auch schon. Wir sehen halt hier erstmal komplett metallene Arme. Es ist so eine Art, ja, aus Schrott zusammengebauter Roboter mit diesem unglaublich geilen Gesicht, was mich so ein bisschen an Star Wars erinnert tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter das bei Star Wars ist. Ich glaube, das sind diese Sandmenschen aus der Wüste, die tatsächlich dieses Face haben bei Star Wars mit der Brille. Klärt mich mal bitte in den Kommentaren auf. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Dann hinten drauf, meine Freunde, eine geile Weste, die einfach aussieht wie vom Undertaker oder sowas. Richtig, richtig stark. Hier oben nochmal halt diese mit Nieten besetzte Stahlplatte als Schulterschutz. Dann hier unten diese unglaublich geile Pickaxe, meine Freunde. Die sieht wirklich so sick aus. Die erinnert mich wieder ein bisschen an Walking Dead. Vielleicht kennt der eine oder andere die Szene, wo... Nein, ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber ich glaube, die Leute, die es kennen, die wissen auf jeden Fall, was ich meine. Richtig, richtig, richtig geil, Alter. Richtig, richtig schön. Das wäre auf jeden Fall ein Skin, den ich mir unbedingt ins Game wünschen würde. Da gibt es 10 von 10 Punkte für. Allein die ganzen Details. Kein doppelter Gürtel. Diese Weste, die so mit dem Kragen nach oben steht. Die ganzen Metallplatten. Die Stiefel, die metallenen Hände, das Halstuch hier vorne nochmal dran und der Gleiter, Leute. Das ist auf jeden Fall ein Gleiter, der seiner Art würdig ist. Ja, wir haben hier quasi einmal einen Scrapshot-Gleiter. Das ist tatsächlich das originale Gleiterkonzept, meine Freunde, der aber wieder so abgeändert ist, dass er einfach nur extrem sick aussieht. Wir haben hier oben so einen zusammengeflickten Schirm, dann hier an den Seiten so zusammengenähte Kacke, hier diese Antriebsdüse und hier unten halt nochmal so zwei verschiedene Handles zum Festhalten. Das wäre auf jeden Fall echt ein Baba-Skin, Leute, oder? Oh mein Gott, ein Abraham Lincoln-Skin. Ja, moin. Vor allen Dingen ist das Problem halt, wenn Abraham Lincoln halt erschossen wird, weil Abraham Lincoln wurde halt erschossen im Theater. Ja, ich weiß halt nicht, ob man, vielleicht ist das jetzt nicht das Passendste, um so einen Skin reinzubringen. Das wäre halt so wie ein John F. Kennedy Skin, vielleicht in einem Kriegsspiel, wo man halt auch in den Kopf geschossen werden kann, nicht unbedingt das, ja, pietätsvollste, das... ja, trotzdem nette Idee. Alter, wie krank. Ja, Mann. Ein Incredibles-Skin. Oh mein Gott. Mit dem Vater von Incredibles, meine Freunde, mit diesem geilen Unterhosengleiter oder sowas. Sieht halt einfach aus wie eine riesige Unterhose. Und am Rücken das Baby aus Incredibles, meine Freunde. Gab es ja nochmal in Incredibles 2, gab es das Kind, der, glaube ich. Den Film habe ich übrigens noch nicht gesehen. Muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Da ist natürlich wieder die Frage, kriegt Epic Games das mit den Rechten hin oder sowas? Aber eine Nachbildung des Skins wäre natürlich schon geisteskrank. Einziges Problem, was ich halt hier sehe, sind halt die ziemlich lauchigen Beine, weil der wird auf jeden Fall umkippen, der etwas sehr maskuline und sehr, sehr massive Oberkörper. Ich weiß halt nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Skin einfach größer und breiter zu machen als die anderen Skins, weil das würde wieder heißen, dass die Hitbox anders ist und das wäre sehr, sehr schwer, glaube ich, im Game zu vereinbaren, zumal man, wenn man dann halt diesen Skin spielt, einfach einen extremen Nachteil hat. Aber an sich finde ich das Artwork echt ganz cool und finde es gar nicht so schlecht, Leute. Also ich meine, es wäre, glaube ich, ein witziges Gimmick, das kann ich mir so vorstellen wie das Thanos-Ding tatsächlich, dass man den halt mal für eine Woche oder sowas spielen kann. Aber ja, alles andere ist dann, glaube ich, wieder sehr, sehr schwierig, um das Ganze halt fair zu gestalten. Da geben wir mal 5 von 10 Punkten für. Epic, here's a millionaire idea, the no skin. Trick your foes into thinking you have no skin when you actually have one. 10 of 10 would buy. Ja, ganz tolle Idee, meine Freunde. Ein no skin skin. Also ich meine, man kann auch einfach keinen Skin reinmachen und dann war's das. Aber no skin skin ist halt schon eine
ziemlich blöde Idee, vor allen Dingen halt für 2000 V-Bucks. Das Geld würde ich mir halt wirklich sparen. Wobei ich mir tatsächlich echt schon mal gewünscht habe, einfach so einen Skin zum Trollen zu haben oder einen Trollface-Skin oder sowas. Aber ja, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so eine tolle Idee. Trotzdem würde ich wahrscheinlich dafür Geld ausgeben, weil ich ein ziemlich blöder Affe bin. Oh, hier haben wir noch mal einen Lama-Skin, meine Freunde, mit dem Einhorn als Kopf quasi. Dieses Lama mit dem Einhorn drauf, das es hier als Pickups quasi gibt. Dann haben wir den Balloon als Leiter, also den Loot-Drop als Gleiter. Das kann ich mir wirklich lustig vorstellen. Stell dir mal vor, man zieht da noch so eine blaue Spur hinter sich her, wie der Loot-Drop das auch macht. Und dann gucken Leute nach oben und denken, ah, da ist ein Loot-Drop. Aber wirklich, in Wirklichkeit bist du das einfach mit so einem riesen Ballon über dem Himmel sichtbar und kommst einfach runter. Kann auf jeden Fall verwirrend sein. Glaube, dass es einfach echt eher nervig und störend ist, als dass es tatsächlich einen Vorteil im Spiel bringt. An sich sonst echt nice Skin-Art, auch hier hinten wieder mit dem Einhorn, beziehungsweise mit dieser Mähne hinten als Schwanz. Wie gesagt, sowas fände ich halt extrem geil, wenn es halt neben den eigentlichen Rucksäcken sowas wie Mäntel oder Schwänze oder irgendein Schweif oder sowas noch zusätzlich gäbe. Ich meine, wie cool sähe es bitte aus, wenn John Wick auf einmal so ein rosa Schwänzle hätte. Also, nicht falsch verstehen. Ihr wisst, was ich meine. Damn, Leute, die V-Buck Bandits, das gefällt mir auch extrem gut. Sieht richtig, richtig nice aus. Da gibt es auf jeden Fall erstmal eine fette 9 von 10 für Leute. Hier der doppelte Gürtel, natürlich wieder ein bisschen schwachsinnig, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich wieder irgendein Attachment-Gürtel sein, wo man halt irgendein Gear oder sowas drin hat, keine Ahnung. Hier vorne zwei Dog-Tags bei ihr drauf, aber dieses Pairing finde ich ganz nice. Ich glaube, wenn man Duo spielt, so à la Bonnie und Clyde, kann das ganz geil aussehen. Oder stell dich mal bitte vor, wir haben so ein Bonnie und Clyde-Skin im 20er-Jahre-Look, meine Freunde, mit so einem Zylinder und sie mit so einem Halstuch und dann sitzen die gemeinsam in so einem Einkaufswagen, die ja tatsächlich morgen auch kommen, meine Freunde. Da könnt ihr auf jeden Fall morgen auf ein knackiges Video zugefasst machen. Und dann fährt man damit über die Map. Extrem witzige Angelegenheit. Also eigentlich ein ganz cooles Konzept. Oh mein Gott, ein Bob der Baumeister-Skin, Leute. Wie geil wäre das dann als Pickups? Man fasst die quasi hier und haut quasi oben mit drauf. Dann diese coole Warnweste dazu. Hier ein Schraubenzieher und sowas. Ey, das ist eine richtig, richtig schöne Idee. Das wäre echt ein ziemlich, ziemlich geiler Skin. Man sieht natürlich den kompletten Skin wieder in die ganze Karte, weil halt eine Warnweste nun mal nicht das Unauffälligste ist. Die soll halt warnen und nicht unbedingt unauffällig sein. Trotzdem an sich eine echt nice Idee. Würde ich sogar spielen. Würde ich mir sogar kaufen. Finde ich echt cool. Ja, und hier haben wir, glaube ich, einen Moon-Skin. Das ist einfach ein Mond mit einer Scar in der Hand und einem Drake. Kopf. Ist eine sehr tolle Idee. Ja, das brauchen wir unbedingt. Ja, Leute, ich glaube, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich fand auf jeden Fall echt, es waren ein paar ziemlich, ziemlich nice Sachen dabei. Schaut auf jeden Fall mal selber in den Reddit vorbei. Kommt in meinen Reddit rein, meine Freunde, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mehr Skin-Videos haben wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin damit raus. Macht's gut. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.